da ist noch der Checkpoint dazwischen, also. Machen wir die Runde zu Ende und dann können wir gucken, ob wir noch irgendwo überfahren können. Ja. Ey, da ist ja voll. Du hättest übrigens den unten lang kommen, glaube ich. Hätten müssten wir nicht so weit laufen. Ja, ich bin jetzt voll auch. Ach komm, halt doch's Maul. Medic. Oh, Medic. So, welcher hier? Medic hier, Medic der, Medic everywhere. Irgendjemand hat die Alarmanlage ausgelöst vom Heli. Was? Ja, die Lampe blinkt. Wer ist denn da noch unten? Ich? Mikrofon muted. Shiam, denkst du gerade das gleiche wie ich? Er kann mich jetzt nicht hören, ich rede im Fahrzeug-Channel. Wir sollten einfach losfliegen. Das wäre doch mal ein schöner Troll zum Schluss, oder? No. Ich weiß es nicht so recht, das ist schon mega gemein, aber der schlägt mich halt auch immer nieder. Der ist auch mega gemein. Gut, haust jetzt ohne mich ab. Hey, wie kommst du auf die Idee? Ich hab nur schon mal angeguckt. Dann kannst du sonst irgendwie runterfliegen auf die Wiese. Ich glaube ihm irgendwie nicht, dass er... Der Tom ist doch eine ehrliche Haut. Ich würde sowas nie machen. Enemy fire! What the fuck? Wer war denn das jetzt? So ich. Alter, was schreist du jetzt nicht mehr? Vor allem, was hast du eingegeben? Aber welchen Befehl hast du erteilt? Steh unter Beschuss. War der laut? Ja, so ein bisschen. Weapons free. Vor allem, ich frag mich, ob Schanzi, ach hier. Schatzi. Ja, Shunchi, irgendwie sowas, das auch hört. Ach so, Sushi Lee sagt das doch. Das heißt Sushi? Hm? Sushi. Bingo Fuel. Ja, ich meine, plötzlich brüllt mein Mikrofon. Das müsste er ja theoretisch auch hören. Kommst du heute noch? Ja, einen noch und dann kann ich hochrennen. Der hätte ja auch hier. Wobei, kann man hier überhaupt hochfahren? Na doch, dürfte gehen, aber eng. Egal, ich komm jetzt hoch. Medic! Ready! Schön, dass du verwundet bist. Ach, danke. Oh, Alter, jetzt versucht doch einer zu joinen? Wieso nicht? Uff, vielleicht noch was kommen. Kommen schon Leute 5 Minuten vom Silvester noch. Falsch versucht. Was bringt denn das bitte? KSK Recruit. Ja, so kannst du anmachen. Oder anlatzen. Dann habe ich ja bald eine Mille, wenn du so weit denkst. Sieh dir auf. Ja. Mamala. Karl der Kartoffel ist verbunden. Machen wir dem noch eine schöne Überraschung. Aber versuch jetzt ihn zu treffen, Mann. Ja, ich versuch's was machen. Ich schaff das, ich schaff das. Ja, das war jetzt schlecht. Ach so. Du weißt, dass die so weit weg sind. Das war aber knapp, musste schon zu mir. Eigentlich nicht, aber. Nee, eigentlich gar nicht. Auch so ein Samak und ein Hammett, wenn wir uns klauen hätte können, das wäre. Ja, wenn wir jetzt noch 2 Stunden Zeit hätten, hätte ich beide geklaut. Die hätte ich dann beim Chop-Shop verkauft, fertig. Weil die scheint keiner mehr zu wollen. Aber ich glaube, es wäre ziemlich lustig geworden, wenn wirklich das Zeug von Sushi Lee das gewesen wäre. Der ja, sagt die ganze Zeit nichts vom einfach weg. Ja, der hat einen. Aber wer wurde denn überfallen? Das war nicht Sushi Lee, das war jemand anderes. Aber Sushi Lee wurde ja auch heavily wounded. Und zwar von Lord. Okay. Ach, der war das echt? Ja, ja, dann war das sein Hemd. Ich weiß war es nicht. Lord Hemd? Vielleicht wartet er jetzt auch einfach dort, dass das Ding keiner wegfährt. Und wartet jetzt, bis der auf ein Restart.
Ja, was möchte er dagegen tun? Polizei. Das Ding kannst du noch bis zum Chop-Chop fahren. Und dann sagt er der Polizei Bescheid. Das ist Schluss. Peter Pay, du musst weinen. Spieler Anthony getrennt. Spieler Hassel oben getrennt. Spieler Olaf getrennt. Ja, das wäre ein Scheiße. Oh, kurz vor Server Restart nochmal schön rausgekickt. Oh. Dann würde ich jetzt weinen. Olaf, Olafsson und Olaf. So, ich stelle uns nochmal vor. Das ist Olaf. Das ist Olaf. Das ist Olaf. Das ist Olaf. Und wie heißt du? Auch Olaf? Nein. Hallo, ich bin Günther. Ja, das ging aber anders. Oder? War das doch so? Mit Olaf? Das war ein Spongebob auf dem Wikinger-Schiff. Ja, ich kenne die Folge, aber... War das Olaf? Und dann ich glaube, das war Günther, Olaf. Ja, aber... Echt? Ich glaube, das war Olaf. Ich bin ganz sicher. Okay, das ist ein... Irgendwo muss ich ja den Olaf her haben. Ja, woher hast du denn überhaupt? Das ist jetzt die Frage. Na, Olaf habe ich dann wahrscheinlich von SpongeBob. Und das Olafsson, das habe ich da einfach hinterher gedichtet. Ein Kumpel von mir heißt Hansson. Und daher weiß ich, dass die Kinder von den Leuten immer mit Son am Ende benannt werden. Also du würdest Schiamson heißen. Und deswegen habe ich dann Olaf Olafsson genommen. Just for the lols. Abdullah wurde getötet, das war der, dem ich vorhin Geld gegeben habe. Abdullah. Das, was es Sicherheit gebracht hat. Hannibal Smith Pain. Sendo ist wieder da. Er hat seine Midlife Crisis überstanden. Was? Ich war nie weg. Das war. Nee, stimmt nicht. Nee, stimmt nicht hier. Captain Superlook. Netter Heli. Ganz netter Heli. Tick, 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 tick. Nimm das. So. Ich komm nicht tick, an tick, den Kofferraum. Ja, hallo, ich hab grad zum Processen getaked. Mit der Double T. Oh, Double T. Oh mein Gott, das ist ein rotes Kriegslicht. Oh mein Gott. Alter, ihr ploppt die ganze Zeit wieder unverarbeitete. Ja, das hat grad übelst geleckt bei mir auch. Nee, ich meine, weil er hat wahrscheinlich so lange geklickt, bis nicht mehr ging, dann hat er gesagt, paar mehr und dann... Na egal. Hörst du mal auf, dir das rote Klicklicht in den Arsch zu schieben? Ah! Warte, ich komm von der Seite. Ah. Wir schaffen das zusammen. Ja. Das ist jetzt so ein Lesben-Dildo. Ich komm nicht näher zu dir, was ist denn das? Oh mein Gott, diese Kollisionsabfrage. Sie ist so schwer. Kann ich mal mit Scherben noch ein Experiment machen? Nein. Jetzt wenn wir hier die Tour fertig haben. Eine Mischung mit Mohawk und Chiam. Wenn wir die Tour fertig haben. Okay. Ich hatte gerade auch den Garagenblock, ne? Lustig. Ist alles Prozess? Ja. Soweit ich sehe es, ja. Mach einen Kopf zu. Bin drin. Soll ich wieder was verkaufen? Ja, das ist wieder so. Ich lasse das Ding wieder laufen. Ja. Aber der Heli ist mit 50 schon voll. Er wurde eher Eisenhändler. Ich hab grad mir gar keinen Mark gesetzt. Also wenn wir jetzt abstürzen, ist es eure Schuld. Setz mir meine Marks immer beim Fliegen. Fast. Ich nicht, ich versuch's immer auf Meier. 3,5 Kilometer in front of us. Ja, ich hab's gerade gemacht, das ist Mark. Ich hab's gemacht. Oh, jetzt sieht's schon cooler so dunkel. Nett. Oh, schön. Wie viel hast du jetzt noch? Einmal wahrscheinlich. Zweimal kann ich noch.
Aber das werde ich nicht beim Diamant Trader machen, weil dann wäre das doch. Wenn du wieder wegfliegst, so nach der Regel, ihr habt eure Gelegenheit vertan. Peng, genau, peng, dann, peng. Nein, nachher ja, aber nicht, wenn ich lande. Also, ich kündige mich mal an, ne? Hier, überfallt mich! Bis jetzt sehe ich kein Fahrzeug vor uns. Ich sehe kein Fahrzeug vor uns. Nichts Verdächtiges. Auf dem Radar. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber so, vielleicht haben sie jetzt alles umrundet oder ähnliches. Oder haben wir Zeit. Ja, stimmt, also alle Geländewagen hier sind weg. Ja, sehe ich auch. Aber trotzdem, ich kann es mir nicht vorstellen. Egal. Wird schon werden. Wird schon schief gehen. Einfach wieder da laden. Einfach da wieder laden und dann geht es schon. Machst du mal das Licht vorne aus? Nee, ich finde das cool. Landest du rückwärts? Ja, ich lande gerade gar nicht, weil der blöde Spaß die Steuerung übernommen hat. Nee, ich mach gar nichts. Ich übernehme. Hä? Nein, du hast gerade Steuerung. Ich hab nicht die Steuerung übernommen. Nicht? Das sah aber bei mir gerade so aus. Hab ich aber nicht. Da ist ein Boot, das ist kein unten, ne? Das ist unten auf dem Boden liegt ein Boot. Oh mein Gott. Ja. Der da nicht ranfährt. Naja, ich mach das jetzt so schnell. Ich lande wieder schnell. Ja, wenn der Heli kaputt ist, ne? Dann bezahlst du wenn wir Scheiß. Sterben, ist deine Schuld. Schnell. Das war jetzt eine schöne Landung. So, ich lass laufen. Der Diamantenpreis etwas runtergegangen. Sind das alle Diamanten oder hat Cento auch noch was? Ich hab noch ein paar. Ja, ich kann jetzt noch, zwei kann ich jetzt noch reintun, jetzt sind alle. Ich habe jetzt zwei Sachen verkauft. Okay, ich setze mich wieder rein. Komm nicht mehr rein. Doch jetzt. Hm. Alle weg? Also alles verkauft? Ja. Ja. Gibst du mir das, dann teile ich es wieder ab. Ja. Also, wie viel Zeit haben wir noch? Viertelstunde. Warte, okay, dann will ich jetzt, ja, weiß nicht. Mich am Donator Shop rauslassen und ihr könnt dann dann müsstest du ein bisschen weiter rechts. Kann ich euch am Flughafen rauslassen und ihr holt euch noch schnell. Wie macht man das jetzt? Was willst du noch machen? Na, ich muss mir jetzt noch ein Auto kaufen beim Donator Shop. Stell, dass du eben hoch zum Donator Shop mit Mohawk fliegst. Ja, und der fliegt das Ding in die Garage. Oder wir stellen es irgendwo in der Wildnis ab und warten, bis das Server neu gestellt ist. Du kannst das Auto ja kaufen und stehen lassen. Das interessiert doch denn keine Sau mehr. Du verlierst es ja nicht, wenn du Sync Data machst. Ich hole jetzt nicht für die letzten 5 Minuten, dich da hochzufliegen, einen Hummingbird raus. Das wäre genauso dämlich. Nee, nicht dämlich. Nett. So, verteilt. Boah, bisschen weniger, 2000 weniger. So, das war alles. Aber so schön. Alle. Kein Silvester mehr. Oh, davon fährt ein Fahrzeug. Ja, so. Alter, die ganzen Kontakte links auf der Karte. Martin. Echt so viel. Oh, Alter. Einfach wieder gut los. Na gut, was los? Und vor allen Dingen, wenn du die Karte aufmachst, überall kommt Bike. Ja. Naja, alle an der Garage, da weißt du, was los ist. In der Garage ist nur eins bei mir, die stehen da so rum. Ja. Naja, drum, ein bisschen Abstand. Eben, Airfield-System ist, da steht übrigens so 20 auf den Haufen. Okay. Ja, Polizei scheint heute anderes zu tun zu haben. Das wird schon gehen. Ja, ich werde ja einfach da landen, wo das Auto gerade steht. Hm? Möglichst auch genau da. Ich versuche. Soll ich dann mit dem Mohawk ein bisschen hoch, damit du das Ding sicher spawnen kannst, oder? Naja, ich werde jetzt das Auto nehmen und ich würde jetzt den Mohawk hier 10 Meter daneben fliegen und landen. Und das einfach da stehen lassen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr jetzt noch machen wollt. Ja, das sind ein armer. Ja genau, der Auto, der auf dem Hubschrauber alleine Platz, da ist dann für der Autospawn. Ja, ich setze das Ding jetzt ja daneben ab und dann warte ich bis der Restart ist. Kaufen wir jetzt noch das Auto, weil mit dem Heli brauche ich jetzt nicht mehr in der Garage. Wenn der Donator Shop ein ATM ist, ja, sonst fliege ich eben noch runter. Was ist das? Was ist das? Laserpointer. Das ist Laserpointer. Ja, was du denn? Hast nicht gerade den Strahl gesehen. Nein, sorry. Das war Tim. Ich bin Tim. Auf ihn. Auf ihn, Dodger. Auf ihn.
Heli ist auf. War das wirklich der? Ja, das war Tim. Mach bitte einer den Heli zu. Ich überfall den jetzt. Ich mach es so, ja. Ich übernehme alles auf. Das war Tim, sicher. Heli ist zu. Ja, das war Tim. Gut. Weil man blendet keine Piloten. Das ist illegal. Das, ich das ist sogar strafbar, aber egal. Ja. Der war ich erstmal niederschlagen, jetzt gibt's voll auf die Fresse. Ich will gucken, dass mein ITM hier noch. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ja, ja. IB-Team, das ist er. Stehen bleiben. Tim, komm her. Ich weiß jetzt nicht, was deine Eltern da zu deiner Aktion gerade sagen, aber das war nicht nett, komm her. Du weißt, dass es strafbar ist, wenn man dem Piloten mit dem Laserpointer ins Auge leuchtet, oder? Wir haben das genau gesehen, wir wissen, dass du das warst, wir haben Beweise. Was sagst du dazu? Wie bitte? Du hast mir... Ich habe gerade den Heli geflogen und du hast mir mit dem Laserpointer ins Auge geleuchtet. Ich habe das genau gesehen und das ist strafbar. Dafür könnten wir dich jetzt umbringen. Das weißt du, oder? Lass mich schön verarschen. So was. Ja, ich habe das gesehen. Ich mal, da ist nirgends ein Laserpointer. Ja, ja. Brauchst dich jetzt gar nicht rausreden. Wir waren zu dritt und wir haben das alle drei gesehen, dass du mich geblendet hast. Ich wäre fast hier in den Massen reingeflogen. Ja, du warst ganz, ja, ganz, böse, ganz, ganz böse, Tim. Wissen deine Eltern, dass du mit dem Laserpointer rumspielst? Ja, nee. Dann werde ich denen das mal sagen. Kannst du mir mal die Nummer von deinen Eltern geben? Da rufe ich die jetzt mal an. So geht das hier nicht. Okay, ich halte sie kurz auf. Okay, ich warte. Was will der Summit hier? Okay, ich rufe mal schnell an. Ich bin gleich wieder zurück. Okay. Du bist so Was lachen wir da? Ja, okay, so. Ja, Timmy, es sieht nicht gut aus. Seine Eltern haben gesagt, dass jetzt dein Taschengeld gestrichen wird für die nächsten 2 Wochen. Weil du versuchst, so wie ich hinzusetzen, musst du drücken. Ach, schade. Ja. Schade. Naja. Also, machst du das bitte nicht mehr. Sowas kann mal echt ins Auge gehen. Also ist es ja in dem Fall auch, aber gehört sich nicht. Tut mir leid. Ja, dann wünschen wir dann noch einen schönen Abend. Viel Spaß zu Hause, wenn dann deine Eltern mit dir rumschimpfen und tschüss. Vor allem, er hat dich geblendet, ja, ne? Ich weiß. Das macht er gerade provokant. Ich habe ihm gerade 10.000 gegeben, deswegen hat er noch gelacht. So ein kleines Späßchen gemacht. Okay. Ach, das war doch witzig, oder? Mhm. Noch einen schönen Abschluss. So. Du musst links hoch da. Hoch? Wo hoch? Wo ist denn der? Die Straße da, genau da. Wo? Hier? Hä? Wo denn? Komm mit, komm mit. Wenn ich das richtig weiß, ist der Autoverkäufer. Du warst ja schon mal bei Simulator Shop oder wie? Nein, also, aber aus den Moon Day Videos. Da steht er! Okay. Da steht er! Da, hier müsste der Autoverkäufer sein. Ah ja, danke. Da die müssten die, glaube ich, auf so. Da also auf dem SUV kostet 30.000 und Geländewagen 7.500. Ich kaufe mir einfach beide. Und Limousine Sport 150.000. Was ist der Unterschied zwischen einem SUV und Limousine? Limousine ist schneller, schnellere Beschleunigung, allerdings langsamer auf Gelände und Feldwegen. Ja, ich denke SUV ist okay. Also, wenn du dir beides kaufst, sollte ich sonst eben den SUV ein paar Meter wegfahren? 150.500. Welchen? Hä? Ja, einen von beiden einfach nur. Wie meinst du das? Ach, egal, für ist es. Ich meine vom Spawn runterfahren, so zum Warhawk. Ja gut, die 2 Meter kann ich auch fahren. Ja, hier. Ja, Schia. Was ist los. Denn? Ich glaube, er möchte dich verbinden. Ja, er möchte dich verbinden. Ach, der Tim ist ja ganz netter. Schia, bleib da stehen, der drückt dir wirklich ein Erste-Hilfe-Kit rein. Ach, vielen Dank, Tim. Vielen Dank. Das ist ja was sehr nett. Ja, was sehr nett. Dafür bekommst, dafür du, einen bekommst Keks. Du einen Keks. Vielleicht, vielleicht. Ich muss erst backen, ich muss erst backen. Okay. Okay. Nimm mal Pink! Was ist Pink? Ja? Nee, da gibt's Pimbo. Pink, Sunset, Oxygen, Poison, nicht Grandpa. Pink Bimbo ist Girly Bimbo. Girly Bimbo oder irgendwie sowas. Girly Girly Bimbo, Alter. Yeah, Pink! Yay! Männlich! Jetzt bin mit ich da. Night Vision sieht das Ding weiß aus.
Verpisst euch von meinem Auto, das ist meins. Voll das Schwule. Ich mach's lieber schnell zu, bevor jemand von euch auf eine schlechte Idee kommt. Ich kenne euch aber. Yay! Zu. Hä, ja. Ich hab zugemacht, oder? Nein! Hä, bei mir steht. Doch, wirklich, bei mir steht, you have locked your vehicle. Und das kaputt machst, bezahlst du es. Bleib mal stehen, ich will mal gucken, ob ich auch einsteigen kann. Ob du. Ich könnte auch noch einsteigen. So, jetzt hab ich schöne Farben, oder? Es fliegen hier Rauchgranaten. Cool. Komm, wir machen ein Derby. Crash Derby. Oh, ja, lass mal. Nein, hör auf. Ist der auch. Der ist rosa. Der ist rosa. Meine ist männlich lila und deine ist halt schwul rosa. Beschleunigungsrennen. Naja, gut, das ist unfair übers Gelände, okay. Übers Gelände dürftet ihr beide gleichen Start haben, aber da das Schirm eine höhere Geschwindigkeit hat, ist er. Ich seh Timmy nicht, Alter. Nicht, dass ich den jetzt ich umfahre. Ey, da klebt was an meiner Windschutzscheibe. Der kleine Timmy. Gut, fünf du Minuten hast Offloader, noch. Du hast ein SUV, ich nehm den Hubschrauber. Der ist. Ja, nee. Ich fahr dich um, wenn du das machst, ich fahr dich um. Komm, wer zuerst den Dokai trifft, kriegt von mir 100.000. Yay! Also, du bist ja daneben gefahren, du weißt, ey. Du musst jetzt so kurz vor Server Restart, da war wirklich umfahren. Moin. Wir fahren 100 Pro irgendwann in uns rein, ich weiß es. Ja. Hab ich jetzt eigentlich Minus gemacht heute? Ja. Nee, ich hab sogar Gewinn gemacht heute. Eigentlich Gewinn. Trotz, dass ich die Autos gekauft habe. Okay. I need ammo. Be advised, low fuel. Das Auto würde sogar fast reinpassen in den Mohawk. Rein theoretisch. Das knallt. Ich sehe es kommen. Ich sehe es wirklich kommen. Doch. Yay! Ach du Scheiße. Wheel ist schon mal im Arsch. So, tschüss, Heckrotor. Geht er noch oder soll er kaputt? What the fuck, der ist gar nicht kaputt, oder? Er ist kaputt. Aber nee, der ist nicht kaputt. Der ist wenn nicht du kaputt. Den jetzt kaputt schießt, wenn er die Drehzahl hoch hat. Weißt was passiert, ne? Ah, jetzt ja. So, du musst nicht starten, du kannst auch Y drücken, dann startest du nicht. Wenn er hoch geht, ist es ziemlich schwer. Sieht doch schick aus, so ohne Heckruder, oder? Wieso? Hey, du hast dein Auto ja schon kaputt gemacht. Guck mal, du hast einen platten Reifen. Hey. Scheiße. Wieso hast denn du einen platten Reifen? Kannst du da nicht machen. Ja, aber du bist ja auch nicht besser. So, wieso? Schauen wir nochmal, ob ich die Pferde. Ne, volle Lenkrad kaputt. Warte, ich will es mit einstellen. So, jetzt kannst du es. Nicht so schnell, ich hab Angst. Zwei. Ja, ich kann sogar aussteigen. Ich bin schneller als der Wind! Irgendwo explodiert ja doch ein Auto. Oh, ich hab ein Magazin verbraucht, scheiße. Echt? Hast du den Heli-Wesens zugemacht, nicht dass die Wind ja. Hat? Ja, sollte ich. Kann man die Reifen vom Morg zerschießen? Nee. Was? Ich krieg dich noch! Wieso könnt ihr alle meine Autos einsteigen? Ich hab alle zugemacht, ohne Mist. Okay. Vielleicht weil wir in der Gruppe sind, dass das mal gepatcht wurde. Meine fände ich jetzt nicht so schlecht. Nee, den Mohawk, wenn du den abschießt. Oder vielleicht liegt es daran, dass wir. Ich weiß nicht, ich habe jetzt deinen. Sonst gib mir mal den Key, Tom. SUV nicht zumachen können, aber ich glaube, da kommt eh keiner mehr damit. Ja, aber wenn ich jetzt hier. Ich habe jetzt hier zugemacht, so jetzt versuch mal reinzugehen. Nee, jetzt kann ich nicht mehr. Du hast okay. Zweimal gedrückt. Und hier habe ich jetzt auch zugemacht. Hier komme ich noch rein. Warte. Hä, der macht der das nicht? Hier komme ich auch noch rein. Nee, ich kann drücken so oft ich will, das ist kaputt. Hier steht da, you have locked, aber es ist nicht. Ist das dieser okay. Garagenblock? Ne, wenn ich jetzt einen großen Helikopter haben sie hier aber. Jetzt der ist so. Kaputt. Ist wirklich ein Bug. Übrigens, Tim hat gesagt, du hast einen wunderschönen großen Helikopter. Ja. Ja, dafür war ich auch ganz viele. Dafür war ich auch ganz viel arbeiten. Lol, die Schläuche, die bei Mame-Routen sind, wenn der sich drehen würde. Taschengeld geben kann. Naja, Taschengeld hast du ja schon ein bisschen was bekommen. Und deine ja. Eltern, die können dir bestimmt auch ganz viel geben. 1,8 Millionen, dann ist er dein. Jo.
Also so viel Taschengeld wirst du ja wohl bekommen. Nimm das. Hier wird nicht rumgeschossen. Warum sind Sie denn umgefallen? Jetzt guck ich mal, ob ich dich ins Auto stecken kann. Umgefallen. Kann ich Ihnen helfen? Irgendwie. Achso. Toll, Garagenpark, echt jetzt? Ich verstehe es gerade nicht, was machst denn du? Leute, hä? Du bist gefesselt? Achso, du bist drin. Wir flüchten! Du kannst auch, achso, ja. Tim, willst du dir den Sendokai mitnehmen? Ich bin vom Server getrennt. Oh. Jetzt ist er gerade geflogen. Er fliegt. Ich auch. Okay. Ja, Server du. Ja, bitte. Ich denke, es war eine schöne Session. Ja, aber gut, Punkt 18 Uhr, ne? Ja. Also, ach, ihr nicht.